Dün, 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 dün. Ding. Moin Leute, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, was so los ist. Ja, was heißt gucken, was so los ist? Ihr wisst ja vielleicht noch, was gestern los war. Wir haben das Haus da hinten gedämmt. Wir haben zum Schluss gerade ein bisschen Dünger gemacht, weil wir uns um die Landwirtschaft kümmern wollen. Heute, wir müssen ja, ihr seht, das ist der letzte Tag heute. Wir müssen sehen, dass wir alles aufs Feld kriegen. Also die Zwiebeln da müssen auch noch raus, ne? Die werden auch im Frühjahr gepflanzt, ne? Ja. Das dafür brauchen wir auch noch ein 20er Feld. Und Moment, Management, Scheune. Ja. Oder ein Scheunenknecht. Das kann der jetzt sein lassen, weil Dünger kann der eh nicht mehr machen. Aber vergessen, der wird jetzt Landwirt. Dünger hat er. 70 Dünger hat er noch. Und hier braucht er, naja, 9. Ein Feld ist gedüngt. Das heißt, wir haben noch, wir können auch 60er Feld machen quasi. Wollen wir hier hinten mal hinter der Scheune was machen? So. Ich glaube, ich brauche ein paar Stöcker hier. Ich will die hier nicht so liegen lassen. Wenn ich das Feld drüber mache, dann sind die alle verschwunden. Die armen Stöcker. Die kann man noch gut gebrauchen. Die kann man nicht einfach so liegen lassen. So, okay. Nutzpflanzen, Feld. So, ich mache hier erstmal. Oder soll ich hier? Ich kann hier neben noch ein Feld machen. Warum nicht? Ich darf das. So. Hier. 5. Ne, 6, 7, 8. Na toll, jetzt ist dieser Baumstumpf da im Weg. Und der, und der, und der, der große Baumstumpf. Ich glaube, ich sollte erstmal eine Schaufel besorgen. Tja. Ja, ich weiß, ich kann das auch einfach da hinten bauen. Ja, komm. Moment, ich baue erstmal einfach das Feld jetzt. Nicht Obstgarten. Oh. Ganz ruhig. Feld. So. 1, 2, 3, 4. Und 4 mal 5. Ach ja, ich kann keine 5. Ich kann nur. Und deswegen will ich es auch nicht. Komm, ich hole mir jetzt die Schaufel. Das geht so nicht weiter. Moin Leute. Die gehen jetzt langsam auch schon alle zur Arbeit. Das kriegen wir doch schnell gemacht jetzt. Ja. Komm, die Zeit brauchen wir jetzt. Einmal die Schaufel da. Das reicht doch. Und dann machen wir jetzt ein 20er Feld, wo wir die Zwiebeln reinpacken. Ich habe das gerne in einzelnen Feldern. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht, so ein großes Feld zu machen. Bin ich irgendwie. So, nehmen wir den. So. Und so. So will ich das haben. Da kommt, den hauen wir jetzt noch klein, damit er hier nicht rumliegt. Kleine Bäumchen. Ein Rundholz ist hier hinten hingefallen. Okay. Das war gerade wieder eine Aktion, wo ich dachte, so, was war das jetzt? Habt ihr das auch manchmal, dass er hier auf einmal durch die Luft fliegt? Wäre ja ein bisschen, naja. Naja, lassen wir das. 4 mal 5, bitte. Nee, das ist doof. 2 mal 10 sind auch 20, ne? Einmal 10 sind 20. Mann, ich kann so toll rechnen. Hätte das mein Lehrer in der Schule damals gewusst. Oh je.
Zwiebeln. Ach, ein 20er fällt mit Zwiebeln. Hier habe ich das Weizen, ne? 10 Weizen. Und hier habe ich 12 Kohle insgesamt und Flachs. 17 Flachs. Habe ich 17 Flachs. Okay, was habe ich denn noch an? Die Zwiebeln sind weg. Die 10 Weizen haben wir drin. Die Kohlsamen kommen noch weg. Roggen ist Herbst. Und okay, die haben wir Lebensmittellager, die Samen. Wen kümmert's? Also wir haben ein 20er Feld, wir sollten jetzt noch fast ein 40er Feld schaffen können. Von der Dingens her, also vom, ihr wisst schon, vom Dünger her. Und irgendwelche Samen habe ich auch noch. Das heißt, wir machen auf jeden Fall 40. Bin mir nur unsicher. Was mache ich da jetzt? Hafer wahrscheinlich ganz. Hafer brauche ich ganz viel, ne? Hafer wäre, glaube ich, eine gute Idee. Hier? Oder 5x10? Ne, wir machen 4x10, 40. Kenntnisse der Gewinnung. Maultier. Zwei. Ja, wir gehen kurz, um das genau zu bestimmen, was wir hier machen, gehen wir kurz ins Lager, im Lebensmittellager und gucken uns kurz an, was wir jetzt genau an Samen haben. Weil ich weiß nicht genau, vielleicht teile ich das Feld jetzt nochmal auf jetzt und sage noch ein bisschen Flachs mehr mit rein. Und ich glaube, Hafer haben wir noch. Ich habe noch keinen Hafer angepflanzt bis jetzt. Leinsamen sind natürlich wichtig. Also mit Flachs kann man natürlich tolle Sachen machen. Weil wir können gleich uns auch gleich hinsetzen und noch ein bisschen nähen. Flachs haben wir 19. Ich glaube, ein 40er Feld. Wirklich ein 40er Feld mit Hafer ist, glaube ich, eine coole Sache. Ich glaube, da kann man erstmal ordentlich was mit anfangen. Das ist, glaube ich, einiges an Tierfutter, was wir nachher mit dem Hafer. Da machen wir nämlich noch daneben nachher ein 40er Feld mit Roggen. Und ja, das ist nicht sehr viel, aber ich wollte vielleicht auch gar nicht so viele Tiere halten, aber das ist erstmal ein guter Anfang nachher. Warum hat sich Radomira jetzt hier hingestellt? Hallo Radomira. Hallo, wie geht es dir? Hat schon Tratsch gehört. Ich möchte dir was sagen, schöne Frau. Du bist zu jung für mich, sagte. Hallo Mira, du bist doch Holzfäller bist du, oder nicht? Holzfäller. Warum kommst du zu mir? Hast du keine Äxte mehr? Oh. Oder warum kommt die zu mir? Nö, die ist hier fleißig am Arbeiten. Die ist fleißig am Arbeiten. Die steht ja halt nur so gerne bei mir rum. Kann ich verstehen. So, Malvina. Leute, ihr wisst, was heute dran ist, oder? Wir haben sie auf 93% Zuneigung. Oh Gott. Bin ziemlich stark. Ein tolles Kleid hast du. Oh Gott, das ist doch beides wieder. Das geht doch beides in die Hose. Ziemlich stark.
Aber die ist kein, die war kein Naturforscher, ne? Die war doch. Doch, Naturforscher. Okay, vielleicht. Okay, hätte klappen können. Tschüss, Malvina. Es ist ein Leben. Wenn die Trauer nicht will. Die ziert sich ein bisschen. Dann machen wir Folgendes. Wo ist hier Plaxheim? 60. Ja. Wir machen jetzt ein paar Leinfaden. Wie die großen Leute, wie die ganz großen. Erstmal Leinfaden machen. Ich Idiot, ich hätte auch ein bisschen Leder und so mitnehmen können. Ja, hier mache ich keinen Leinfaden. Leinfaden mache ich hier im Spinnrad, ne? Ich drücke einfach nur einmal rauf. R. Akzeptieren. Also ich habe noch keine direkte Verwendung für die Leinfaden. Ich weiß noch nicht richtig, was ich damit machen will. Aber ich glaube, ein bisschen Besitzerstolz ist auch nicht schlecht. Nee, also die können wir noch gut gebrauchen, die Leinfaden jetzt, aber heute noch nicht. Wir werden da sicherlich noch Verwendung für finden. Viel wichtiger fände ich im Moment noch die Ledersachen und so. Leinfaden, 6 Stück weg. Federn weg. Mundhölzer, 11 weg. 2 Steine weg. Bäcker weg. Ja. Mal alles ablagern wieder hier. Leder, 24 Leder, 5 Pelze. Okay. Wir machen jetzt auch Folgendes bei der Jagdhütte. Ja, eigentlich wollte ich auch nochmal gezeigt haben, dass man mit Federn auch gut Geld machen kann, weil man kriegt ja für Federn eine ganze Menge Kohle. Und wenn man das hier hochziehen würde, könnte man damit, glaube ich, ziemlich gut Geld verdienen, ne? Aber ich will eher weniger. 9 pro Stunde. 7,5 pro Stunde. Ah, das muss reichen. Nee, das ist zu viel. So viel Pelz brauche ich. Na doch. Im Moment brauche ich schon viel Pelz. Aber so ist, glaube ich, gut. Ja, da kann man mit der Zeit mal ein bisschen rumspielen. Ne? Mal gucken. Einfach mal gucken, wie weit das noch geht. Und ja, Leute, ich weiß, ich bin hier am Verdursten. Und meine Leute sind auch fast am Hungern. Da ist nicht mehr viel Essen da. Ne? Wir können einen Haufen Fleisch durchbraten. Wie weit sind wir mit dem Crafting hier? Die Taverne in sich? Ja, noch nicht. Das dauert noch. Heute wird das nichts. Wir könnten heute vielleicht noch einen Hühnerstall bauen. Aber Hühner will ich eigentlich gar nicht haben. Langbogen, Rattenfalle. Hm, toll. Holztisch. Guck mal hier, Leute. Solche Sachen finde ich jetzt gerade interessant. Das wäre doch auch was, oder? Nicht genug Münzen. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Geld. Okay, dann ist das nächste, was ich jetzt tue, noch ein Haus bauen. Ich habe doch hier gerade eine Schaufel dabei. Der Ahornstumpf weg. Der auch weg. Ob der zu dicht am Haus ist? Der Stumpf hier, wenn der nachwächst? Ich glaube, da müssen wir mal abwarten, wenn der gewachsen ist, ob das passt. Aber hier kommt jetzt nochmal ein Haus hin, Leute. Ganz klar, ganz klare Sache. Ah ne, warte, erstmal esse ich was, okay? Bevor ich hier verdurste. Leute, das Leben geht schon weg. Ihr seht das da unten links. Auch hier dringend. Habe ich hier noch? Ein bisschen cool. Das wird nie was. Den werde ich nie mehr essen können. Okay, bevor ich was mache. Ich sollte ein bisschen Fleisch braten. Sorry, dass ich das jetzt mache, aber.
Ess schnell auch kurz. Einfach nur ein bisschen, um den gröbsten Hunger erstmal zu beseitigen. Und diese 71 Fleischstücke, die hauen wir uns schnell auf dem Grill hier. Weil das geht ja gar nicht. Das müssen wir kurz machen, Leute. Also, dann swappen wir kurz in die Zukunft. Bis gleich. Fleisch durchgebraten. Ich gucke da immer wieder rein. Ich könnte auch Kohl einfach essen. Ich weiß, ach, so dringend wäre das gar nicht gewesen jetzt. Aber egal. So, Fleisch. Erstmal den Bauch vollhauen. So, das wird mir heute reichen. Dann brauchen wir heute nichts mehr. Und wir sehen, guck mal, das Fleisch wird immer weniger langsam, ne? Also die futtert schon einiges. Da haben wir da ein bisschen mehr. Ganz gut so. Die Schaufel habe ich dabei, ja. Dann machen wir das jetzt so. Ich baue jetzt noch ein Haus. Ja, boah, Rundholz haben wir eine ganze Menge, ne? Das ist schön. Das gefällt mir. 20. Stöcker, 200 Stöcker, das ist auch gut. Wir scheinen einen guten Überschuss zu haben. Jetzt habe ich kein, Moment, ich habe keine Stöcker dabei, oder? Mit seiner Hammer. Ich habe nur noch 90%. Und dann machen wir schnell einen hölzernen Hammer. Und dann können wir jetzt bauen ohne Ende. Ach, viel Musik. So, hier ist der Eingang. Das heißt, das neue Haus soll denn hier einen Eingang. Hier einen Eingang haben. Habe ich den aber ziemlich nah am Weg gebaut, oder? So. In etwa. Oh ja. Oder auch nicht, nee. Ein Stückchen weiter nach hinten noch, komm. Ein bisschen weiter nach hinten will ich den haben. Bevor wieder Kommentare kommen. Ja, ich weiß. Leute, bevor ihr ein Haus setzt oder sonst was, ihr könnt vorher mit F5 schnell speichern und mit F9 schnell laden. Also könnt ihr, bevor ihr anfängt, was zu setzen, drückt ihr einfach F5. Und wenn ihr das dann setzt und merkt, oh, das gefällt mir doch nicht so ganz, dann könnt ihr einfach F9 drücken. Und dann startet ihr wieder vor dem Punkt an, bevor ihr das Haus gesetzt habt, dann verliert ihr keine Ressourcen oder sowas. Und das ist doch eine gute Sache. Ich mache das nur nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich mag das nicht. So. Dann ein schönes Dach. Sehr schön. Und. Nee, noch nicht. Ich lasse sie so. Ich baue die Häuser so. Dann nehmen wir, was nehmen wir jetzt noch mit? Hier ein paar Rundhölzer, nicht so viele. Dann haben wir 14. Und ein paar Stöcker. Ein paar. Oh, das sind ein paar. Oh, komm mal her. Und dann hauen wir das Ding hier fertig so. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt gleich noch ein Haus haben, wir gehen gleich danach, also wir suchen uns jetzt gleich nach dem Bau noch ein, noch irgendwas aus, was wir verscherbeln können, ja, ich weiß noch nicht genau was, da gucken wir gleich mal im Lager nach, was wir da so finden, vielleicht auch wieder einfach ein bisschen Fleisch oder so, das sind irgendwelchen Kleinkram, den wir mit verscherbeln können, dann laufen wir zu Dagobert ins Dorf und gucken mal, ja, gucken wir mal, was wir da verscherbeln können, was es da Neues gibt. Huch, oje. Ein Punkt mehr. Was machen wir denn hier? Baubesessenheit. Geht noch nicht, das ist Stufe 4. Wir müssen jetzt... Nee, ich habe Stufe... Warum kann ich das nicht machen?
Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, super. So, jetzt brauche ich nur noch 6, 12, 24 Bretter. 24 Bretter brauche ich 12 Rundhölzer. Ich habe jetzt 8 Rundhölzer. Das heißt, ich brauche noch. Nee, Moment, 4 habe ich hier. Dann brauche ich nur noch 2 Rundhölzer. So. Nach Adam Riese müsste das gerade so funktionieren jetzt. Also machen wir schnell ein paar Bretter fertig und dann. Und dann können wir das Dach fertig machen oder haben wir das Haus fertig. Dann haben wir das schon geschafft. Das geht ja wieder schnell hier, du. Wuppdiwupp, Bretter fertig. Ab zur Hütte. Dach aufklatschen und weiter im Text. So, dann mal hier. Du kriegst auch noch ein Dach. Du auch. Und du auch. Pass hat 100% gepasst, Leute. Einfach 100% richtig gewesen. So. Sehr schön. Dann haben wir das zweite Häuschen. Warte, der Weg. Ich sag ja, der Abstand ist ein bisschen lau. Also, der hätte ruhig mehr sein können. Ich bin schon ein kleines Stückchen, habe ich das Haus schon weiter rausgezogen aus der Flucht. Aber ich habe den Weg hier anscheinend so schräg gebaut. Da muss ich nochmal drauf aufpassen, was ich hier mache. Da muss ich aufpassen. Vielleicht muss ich den Weg hier nochmal neu machen. Der läuft zu schräg. Etwa. Auch nicht optimal, aber ich glaube besser als vorher. Boah. Gut. Was habe ich gesagt? Jetzt möchte ich sehen, dass ich ein bisschen, ob wir noch ein paar Sachen zu verkaufen finden, damit wir nach Dagobert hin können. Weil wir haben wie immer Geldmangel am Anfang. Wir haben hier noch 3 Steinmesser. Ist das irgendwie weniger geworden? Wie viele Äxte haben wir hier? Keine Äxte. Da müssen wir ein bisschen helfen. Okay, warte, dann müssen wir das erstmal machen. Wie viele Stöcke habe ich noch? 24. Ich brauche noch einiges mehr. Warte, nehmen wir mal. Oh. So, Äxte machen wir 5 Stück. 5 Äxte. Und dann noch 5 Messer. So, und dann haben wir jetzt auch die. Dann haben wir wieder ein paar Sachen hier fürs Lager. Moment, dann mache ich eine 86er Axt. Gebe ich meinen Leuten gern das gebrauchte Zeug auch. Soll die damit arbeiten? Die brauche ich auch nicht immer neues Material. So, schöne Sache. Nächste Messer. Gut, haben wir. Stiefel. Leder. Guck mal, wir haben 35. Nur 12 Pelz. Alles nicht optimal. So, ich hab. Nur noch 12 Steine. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Wenn es dunkel wird, ist es nicht gut. Wie langsam bist du denn?
Okay, ich kann doch nicht nach Kastubia. Ich muss bei der Saat helfen. Der kommt nicht hinterher. Der kommt einfach nicht hinterher. Naja, dann haben wir morgen Zeit, um neue Leute zu holen. Dann müssen wir jetzt wohl helfen. Manchmal nützt das nichts, da muss man sowas machen. Den Dünger nehmen wir auch mit noch. Haben wir noch irgendwas Schönes? Stecker. Ich nehme auch noch mal sicherheitshalber 3 Liter mit. Man weiß ja nie. So. Und dann nehme ich die. Z Ich wollte gerade sagen, ich nehme die Zwiebelsaaten mit, aber die liegt dann in der Scheune. Ja, was heißt Zwiebelsaat? Ich kann ja auch erstmal einfach hacken. Wo habe ich denn die Hacke? Jetzt eine Hacke auf die 3. So. Aber jetzt ist Feierabend, Leute, ne? Verstehe schon. Ich mache das ja schon alleine hier, komm. Okay, nicht erschöpft hacken. Das bringt auch nichts. Dann nehmen wir uns noch 19 Dinger. Ja, und Zwiebelsaat 20. Ja. Kein Problem, Leute. Das kriegen wir alles noch hin hier. Wir haben ja nicht so viele Felder. Das ist ja nur so ein bisschen gerade. Das kriegt man auch so spät am Tag noch alles in die Erde. Kein Problem. Das Schöne ist, wenn man selber in der Landwirtschaft arbeitet, dann steigt man auch schneller auf in der Landwirtschaft. Fähigkeiten, Landwirtschaft. Landwirtschaft hat weniger Ausdauerverbrauch. Auch schön. Aber ich mache erstmal mehr Erfahrung. Weil ich es kann. So, die Tasche packen wir auch die. Und da kommt dann erstmal Dünger rein. Und dann düngen wir das Feld. Ja, an Zwiebeln ist das Schöne. Da kann man halt schön Fleisch mit Soße machen. Und wer mag nicht gerne Fleisch mit Soße? Also, schöne Sache. Damit kriegt man. Ja, damit kann man auch halt das alte Fleisch noch wieder was frisches, leckeres Essen machen. Ist eigentlich immer schön. Und ja, kann man sich gerne gönnen. So, jetzt habe ich keine Tasche mehr. Ein Glück habe ich 3 Leder mitgenommen. Jetzt schwupp habe ich wieder eine Flasche. Also eine. Ja. Ich sage hier gar nichts mehr. Ich kann nicht reden. Ey. Ich rede ja nur noch Blödsinn. Das ist doch nicht normal. Kurz mal umpflügen hier alles. Und dann können die Zwiebeln da endlich rein. Ja, kurze Anmerkung dazu. Ich habe, ich weiß nicht, wer von euch selbst einen Garten hat und was anpflanzt. Aber Zwiebeln anpflanzen, das wird das Schönste, was es gibt im Garten. Und auch das Erden. Weil, ja, weiß nicht, das ist, also Zwiebeln finde ich voll cool zu pflanzen. Frag mich warum. Weiß nicht warum, aber Zwiebeln pflanzen gefällt mir voll gut. Habe ich zwar nicht, ich habe keinen kleinen Garten mehr, aber habe ich früher immer gern gemacht. Zwiebeln pflanzen. Total bescheuert. Frag mich mal, ich weiß auch nicht. Das liegt daran, dass ich einfach total bekloppt bin irgendwo. Nehme ich an. Da. Zwiebeln drin. So, warum wir das haben. So, und hier. Das war jetzt mein Haferfeld. Da ist er nicht. Da nicht sehr weit gekommen, muss ich sagen.
die Tasche noch reicht. Also, warte mal, wie viel Dünger haben wir hier noch? 11 Dünger. Das heißt, wir machen noch ein 10er Feld mit Flachs. Moin Leute, ich muss arbeiten. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. So. Hafer, ich habe keine Ahnung, wie viel wir da noch brauchen. Ich nehme mal 30 mit. Und da nehme ich nochmal 10 mit. Das sollte aber reichen, meine ich. Und ich nehme nochmal. Ich nehme nochmal 3 Leder mit, weil ich Angst habe, dass es nicht reicht. So. Warte mal, ist hier noch Dünger drin? Ja, ich guck lieber, ne? Kann ja sein, dass sie da irgendwie was reingepackt haben oder so. Und da irgendwas jetzt überbleibt oder was weiß ich. Halt, kann halt sein. Zwiebel, Mohn, Dünger, Weizen, Hafer. Hafer. Könnt ihr noch was sehen? Nee. Ja, wartet mal kurz. Ich muss einmal ganz kurz hier. Mache ich das kurz ein bisschen heller wieder. Die hat nicht viel gebracht. Ich will das jetzt auch nicht zu hell machen. Na komm, halten wir kurz durch in der Dunkelheit hier. Ist ja gleich vorbei. Nur noch das Feld. Und gleich noch kurz ein 10er-Feld. Und dann haben wir das. Den und den. Okay. Jetzt mache ich mir langsam Sorgen, ob ich genug dabei habe. Aber ja, ich habe genug Hafer dabei. Wir sehen, es wird. Es reicht. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein 10er-Feld. Ach, warte, hier ist noch ein Feld. Das hat er noch gar nicht angefangen. Also, hier ist cool und Flachs. Moment. Cool, Flachs und ein Karottensamen. Und das Feld, da sollte der Weizen rauf. Hier sollte der Weizen rauf, Leute. Und das ist noch nicht gedüngt. Aber ich habe auch keinen Dünger mehr, oder? So, ich habe noch. Okay, dann kann ich keinen. Dann wird das gar nichts. Mein Leinsamen. Weil der Weizen kommt da rein. Oh je. Cheat. Ich weiß ganz genau, ich werde auch eine Tasche brauchen. So, Dünger. Es wird schon wieder spät hier, ne? Vielleicht sollte ich jetzt schnell erstmal. Also ich muss erstmal, ich brauche ja morgen im Sommer brauche ich ja noch ein bisschen. Obwohl im Sommer brauche ich gar nicht so viel Dünger, oder? Was würde ich im Sommer anbauen? Ja, cool. Da würde ich nochmal eine große Ladung Kohl machen. Vielleicht sollte ich darauf achten, dass ich jetzt noch schnell was rausschmeiße. Den Kohl kann ich rausschmeißen und einiges an Fleisch.
Fleisch habe ich ja auch eine ganze Menge, ne? Und wenn ich das rausschmeiße, dann haben wir ein bisschen was Verdorbenes, damit wir dann auch noch Weizen. Weizen. Das sollte ich rausschmeißen, damit wir. Oh, komm. Dünger machen können morgen. Und ich denke mal, zumindest cool-mäßig werde ich morgen auch ein bisschen mehr anpflanzen. Das heißt morgen, also nächste Jahreszeit, meine ich jetzt, ne? Jetzt habe ich keinen. Moment, was mache ich hier? Rechte Maustaste, Feld, Weizen, Leinsamen. Sind nur zwei Felder, aber. Pairs. Gut. Jetzt schnell zum Lebensmittellager. Warte mal, wie spät ist das? 22 Uhr 11. Boah. Wir porten noch nicht ins Bett. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Minuten. Lebensmittellager. 240. Nehmen wir 200. 200 Fleisch und nicht durch. Ich bin Arzt. Und den Kohl. Ja, komm, der kommt jetzt auch weg. So. Und dann haben wir gleich, haben wir morgen in der nächsten Jahreszeit wieder ein bisschen Dünger, mit dem wir was tun können. Und Dünger ist immer gut. Den kann man immer gebrauchen. Ich pack Dünger gerne hier bei der Scheune neben der Ding, neben der Werkbank hin. Weil dann kann man da immer schön mit arbeiten. Wenn da was ist. Ja. Der Trockenkorn nehme ich hier raus. Ich pack die Körner jetzt alle wieder ins Lebensmittellager. Da, wo sie hingehören. Wobei ich meine gehört zu haben, dass das jetzt mit der neuen Version, die jetzt kommt, anders sein wird. Dass die Körner dann im Ressourcenlager landen. Meine ich. Weiß ich leider nicht sicher. Ja, also nur zur Info. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Noch irgendwas wegpacken. Nee, der Rest ist in Ordnung. Gut. So. Dann werden wir jetzt den Rest des Tages. Da werde ich noch ein bisschen Fleisch braten. Die 41 Stück. Und dann geht's in die Kiste, Leute. Und deswegen kann ich nur sagen. Schön, dass ihr heute wieder da wart. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich denke mal, wenn der Sommer jetzt anfängt, dann werden wir einiges schaffen können, einiges tun können. Und dann werden wir auch endlich wieder ein bisschen was verkaufen können, weil wir wollen noch das große Lagerfeuer freischalten. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir einmal losziehen. Dann gehen wir noch zu Dagobert ins Dorf, werden eine Ladung verkaufen, da werden wir einiges mitnehmen. Vielleicht basteln wir vorher noch schnell ein paar Schuhe auch zusammen oder sonst was. Und gucken, ob wir da noch jemanden finden fürs Dorf, den wir mitnehmen können. Werden vielleicht noch ein Gebäude bauen. Aber vor allem werden wir auch ein paar Sachen zum Bauen dann freischalten, nachdem wir bei Dagobert waren. Das werden wir morgen wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber dann will ich auch anfangen, das Dorf ein bisschen schicki zu machen schon, ne? Weil das große Steinlagerfeuer können wir schon bauen. Wir können ein paar Spiele bauen, wir können Tische bauen. Das ist doch schon mal was. Und wir können Zäune bauen. Das heißt für mich, das werden wir auch tun. Und dann bauen wir uns erstmal das ein bisschen schöner auf hier. Ein bisschen mehr Struktur ins Dorf reinbringen und sowas. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Ja, okay. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu erzählen, Leute. Haut rein. Bis morgen. Ciao.